Herzlich willkommen zur 58. Ah, okay. 58. Folge Minecraft mit Simon, mit der Felix. Tag. Warst du gerade nach dem Motto, wie leicht willst du dich ablenken lassen? Eher ja. Er tot. Oh, auch okay. Ja, ich bin tatsächlich tot, wenn Felix nicht mal schnell rauskommen würde. Wie soll ich denn rauskommen, wenn ich nicht mal weiß, wo du stehst? Scheiß Viecher hier, Immer noch kein Plan, wo du überhaupt gestorben bist. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. ey. Hier draußen im Wasser. Ich hole Farbe. Und gleich bin ich wieder tot. Ich muss mir jetzt so ein verdammtes Dings machen. Ich brauche unbedingt wieder eine Rüstung. Das ist. Nee, das geht überhaupt nicht. Was haben wir denn für Rüstungsmöglichkeiten? Absolut gar nichts. Außer die normale Vanilla-Rüstung. Geil. Was für, da, das fehlt noch 20, 20, 20, 20 davon, 16, 4 davon, 8, 9, 12, oh. Schade. Ich dachte, das könnte da eventuell auch funktionieren, wenn ich die Squids hier mit dem Hammer verprügelt, dass da vielleicht mehr Loot rauskommt. Wie viel Ingsek kommt da normalerweise raus? Zwei oder drei? Na, erstens bezieht sich Lack nicht auf die Mob-Drops und zweitens, gute Frage, nächste Frage. Ja, Squiddy, 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 komm her. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Das sollte reichen in Farbe. Pass auf, und jetzt haben wir keine, kein Boden mehr. Mal kurz in den Nether gehen und die 235 Bombenmehlblöcke, die da rumfliegen, abbauen. Oh nee. Muss das sein? Ich habe unsere Karte nicht mehr. Oh, das Karte hat keine Energie mehr. Hast du eine zweite Bauer mit zwei Wrenches? Hast du eine mal vergessen und eine neue craftet? Das kann ich nicht sagen. Tatsächlich. Ah, das ist Grey Dye, ne? Da habe ich jetzt echt das Falsche gemacht. Nee, Grey Dye. Dann
Super. Probier es Tschüss. denn gerade rauszunehmen. Mit der Faust müsstest du normalerweise machen, aber nicht. Aber das nicht. Bing. Das hier auch automatisieren. Theoretisch gesehen sogar ja. Irgendwie bestimmt mit Hoppern oder sowas, aber ich habe halt keine Ahnung, wie das funktioniert genau. Weil du musst ja dann dafür sorgen, dass der die. Weil aus musst du ja nichts hinpacken und musst ja immer noch trotzdem dafür sorgen, dass er das Item nicht wegsaugt, bevor du es halt haben willst, so ungefähr. Na gut, aber ich sage mal, kannst du mal versuchen, über einen so einen Display-Stand mal einen Hopper rüber zu setzen, ob der das automatisch wieder reinpacken würde? Weil das würde ja schon mal. Klar, ich habe tausende Hopper im Inventar, ich mach das direkt. Dann los. Alter, echt jetzt? Warum geht das Ist doch klar. tatsächlich? Warum soll es nicht gehen? Hast du davon noch mehr? Guck mal kurz. Braucht man wenigstens noch hier stehen und das Zeug einzusammeln. Das wäre schon mal deutlich einfacher. Naja, theoretisch gesehen sollte es praktisch auch funktionieren, dass du unten drunter in der Mitte einen runtersetzt. Allerdings habe ich halt keinen Plan, ob der dir dann nicht einfach die Items, die du gar nicht schon weghaben willst, schon wegsagt, so ungefähr. Das vermute ich mich mal eher. Warum? Warum denkst du sowas? Ich pack in den einen von den beiden schon mal das rein, was ich fertig habe für die Power Cell, ne? Brauchst eigentlich ja nur noch die tollen 537.000 Laptoren Crystals. Also im Endeffekt vier. Der Rest ist nämlich done. Ja, wo ist noch Power hier wieder? Kein Strom mehr da. Ja, Da arbeite ich auch dran. Laboratorien-Crystals werden. Ja, das heilt halt alles auf, ne, von diesen. Ich. Wie viele von den Crystals brauchst du denn insgesamt? Wenn ich das richtig ausgerechnet hatte, 20. Da warst du aus dem Coal Generate hier unten irgendwie die Kohle rausgeklaut. Nein. Der ist leer. Der hatte noch 27 Blöcke noch vorhin.
Warum ist denn der jetzt schon leer? Also ich schmeiße mal wieder. Ich habe schon Kohle von unten reingemacht, aber Kohleblöcke wären halt geil, ne? Warte, ich Ich habe schmeiße. unten natürlich ein Crafting Table. Wobei ich einen im Inventar hätte, das ist aber egal. Kann er es schaffen? Er wirft, Tor, Tor, Tor. Oh, was? Danke. Strom kommt gleich. Wo ist denn der Strom jetzt dran? Ich muss erstmal noch eine Sache kurz machen, bevor ich Strom rein kann. Ach so, dann brauche ich noch was noch an Electronic Circuits. Ha. Beiden Äußeren brauchen noch, ne? Jo, aber der eine ist jetzt ja auch gleich voll, dann sollte dann der nächste. Es liegt nicht daran, dass der Strom fehlt, sondern daran, dass da keine Kabel existieren bis jetzt in den Äußeren. Weil Ach die so. Kabel halt arschteuer sind. Das Tolle ist, die Kabel legst du einmal und dann kannst, wenn du sie wieder versuchen willst, wieder abzubauen, dann gehen sie kaputt. Nein, mit der Branch kannst du sie abbauen. Echt? Okay. Sonst würde ich das jetzt nicht machen, dass ich da die teureren Kabel mache. Ich habe nämlich jetzt umgestellt zu den anderen, zu gewissen anderen Kabeln. Aber ich brauche halt jetzt noch den einen Eimer Latex, der hier gerade produziert, dann sind sie fertig. So, jetzt dicht da noch rein. Jetzt kurz noch 10 Sekunden warten, dann hast du es. Letztes Kabel. So, jetzt muss ich sie noch unten schnell setzen. Warum hast du denn Terminal Fabricator hier wieder angeschlossen? Definiere angeschlossen. Der ist angeschlossen über den Survival Generator. Dann habe ich da eigentlich nur hingesetzt, dass er irgendwo steht. Damit er nicht in der Mitte von der ganzen Kacke sitzt, so ungefähr. Ja, So, jetzt ist auch beide Strom haben. das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Shit Survival des Generator. Aber der ist doch voll. Also von da ist doch scheißegal, oder nicht? Richtig, aber der zieht trotzdem bis zu 1024 weiter, auch wenn er im Leerlauf läuft. Deswegen kommt von Stimmt. dem Survival-Generator absolut gar nichts hier drüben an. Das stimmt nicht. Da kommen die 5 Werfer an, die der produziert. Der kann nämlich nicht arbeiten, weil er keinen Sand und auch kein Rezept hat. Deshalb verbraucht er nichts. Okay, wenn du sagst. Kannst ihn gerne wegreißen, so ist es nicht. Kannst du So, aber den jetzt. Schmitzhack abbauen, ohne Probleme. Mir ist das vollkommen egal, Hauptsache ich krieg hier meine Scheiß. Ja, jetzt kriegst du es jetzt sogar fast komplett automatisch. Jetzt hast du überall Strom dran und musst nur noch darauf achten, dass hinter dir in dem Ding was drin ist, an Kohle oder so. Wobei die auch schon wieder bald leer ist, ne? Es sind auch nur 14 drin. Wie weißt du grob, wie viele Schaltkreise du brauchst? Zwei pro Ding, ne? Warte. 2, 4, 6, 8. 8, ja. Mit Silicon habe ich ja eventuell ein bisschen erstmal für ein paar Schaltkreise ausgesorgt. Ups. Inwiefern? Ich habe 33 Silicon im Inventar. Okay. Das reicht hier für 33 Schaltkreise. Oder was weiß ich, wofür man Silicon noch nutzen kann. Dann habe ich auch für 40 Schaltkreise. Ja, man kann aber nicht zu viel Silicon, glaube ich, haben. Schaltkreis brauchst du ja für jede Maschine 20 Stück oder so. Und was wir haben an Silicon, haben wir. Da brauchen wir wenigstens keinen Sand und keinen Latex mehr mit für einen berechnen, so ungefähr.
Oh, komm, Mann, jetzt mach doch mal die Hinne da. Also Strom ist echt das größte Problem. Naja, es liegt aber daran, dass die Dinger halt oben scheiße sind, ne? Man könnte jetzt halt theoretisch gesehen noch überlegen, ob man dann halt irgendwo nochmal eine Powercell, eine kleine an die Ecke setzt oder sowas, wo man dann halt die Powercell noch anschließmäßig mit halt ans Kabel nochmal eine zweite ran und da dann halt mit deinem tollen Wire von unten rangeht Also oder sowas. die Medium Power Cell setzen wir jetzt erstmal über den Dieselgenerator. Und dann schließen wir den Dieselgenerator an die Power Cell an. Dass wir da auch wirklich alles an Strom rausbekommen, was wir auch wirklich kriegen sollen. Ja. Das dauert mir jetzt noch zu lange. Also das mit den Crystals, das wird noch eine ganze Weile dauern. So, könnt ihr vielleicht auch mal das Bodenbild aus meinem Inventar rausholen? Strom. Ist das nervig, ne? Weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ach ja, hier. Ich habe dir Refined Iron Plates reingeworfen. Das sind ja die, die du brauchst für die Schaltkreise. Damit sollte das nämlich dann auch kein Problem erstmal für dich mehr darstellen. Acht, dann brauche ich noch 8 mal Kupfer dafür. Was waren das noch? 8 mal Kupfer, Redstone, Gold. Und diese verkackten Kabel. Die Kabel, die werden noch Ewigkeiten dauern. Wie waren das jetzt? Hallo.
8 mal 4, 80, 32 Kabel. Wow. So. Was guckst du da? Gibt's was? Mal her. Hier oben. Dass ich mal da rankomme, glaube ich, ist Ostern. Wo dann? Ja, dass ich meinen Carpenter mal Strom bekommen könnte. Mann, 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 immer diese Stromfresser, ganz schlimm hier. Ist ja gut, jetzt hole ich auch noch einen Eimer Wasser, ey. Oh. Ich denke auch an gar nichts heute, ey. Hast du den Smart Wrench noch da? Ja, warum? Willst du ihn doch bauen? Warte. Beziehungsweise du hast auch einen in der anderen Kiste da drin. Mach mal den oben, den hier zu blau. Danke, ich habe die Schnauze voll. Na dann. Jetzt klaut ihr mir meinen Strom unten auch noch weg, oder wie? Jetzt kannst du ohne Strom wieder haben. Ups. Es tut mir. Nee, eigentlich nicht. Es tut mir ja nicht leid. Dü, 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 dü. Wurzel, 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 Wurzel. Hä? Wurzel, 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 Wurzel. Was? Wurzel. Hast du irgendwelche Wurzel. mentalen Was? Probleme oder? Nö, eigentlich nicht. Na dann. Ich freue mich nur gerade, dass ich schon drei Circuits hergestellt habe. Das freut mich für dich aber sehr. Nur mal um es erwähnt zu haben, ne? Du weißt, dass in dieser einen Kiste hier eine Double Battery mit Strom sogar theoretisch gesehen drin ist. Dann. Wie kriege ich denn? Wie kriegst du Das das? ist nicht dein verdammter Ernst, oder? Stimmt. Ich brauche Diamond Dust. Super. Sei doch froh, dass ich die andere Maschine hier vorne angeschlossen habe. 4, 8, 12, 16 Stück. Einfach nur um dich zu ärgern, halt hauptsächlich, ne? Ich springe tot. Endlich hat auch lang genug gedauert, ey.
Ja, da war was, ich habe es noch vergessen. Freut mich für dich. Ich hab's vergessen. So, was kommt jetzt auf dem aus? Ah, hab es. Toll. Das hätten sie auch sparen können. So zwei Medium Power Sales oder sowas, da hätte ich gesagt. Geil. Aber so nicht. Man kann sein, dass wir gefühlt jetzt schon wieder fast kein Eisen mehr haben. Wo ist das ganze Eisen hin, was wir geholt haben? Wird wahrscheinlich unten im Koscher noch liegen. Ach so, ist das noch ein Crusher geworfen? Weiß ich nicht. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Klingt realistisch, ja. Und naheliegend. Ja, Aber wir sind aber leider am Ende der Folge sind angekommen. aber trotzdem auch nur 2,5 Stacks. Aber ich nicht mal durch sein, oder? Der ist durch, der arbeitet nicht. Aber wir haben auch, glaube ich, nicht so viel gemeinert, oder? Ne, das war ja nur ganz kurz, also es war ja nicht so. Weil nur 5000 XP insgesamt jetzt, ne? 5000 XP hast du schon. Dann hast du deutlich mehr gemeint als ich. Gut, aber dann würde ich sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.